Heute im Think Big Video Chat einiges zum Thema Open Educational Resources und kollaboratives Arbeiten. Und zum Thema Open Educational Resource haben wir heute Christine Kolbe von Mediale Pfade dabei. Hallo Christine. Hallo Matthias. Ja, und Christine, erzähl uns doch mal, warum du dich denn überhaupt mit dem Thema Open Educational Resource auskennst. Ja, ich habe das Vergnügen, seit Frühjahr diesen Jahres, 2017, bei Mediale Pfade für das Projekt EduLabs mit im Boot zu sein und verantwortlich zu sein. Und bei EduLabs versuchen wir, Pädagoginnen, Lehrer, Lehrerinnen und Techies zu mobilisieren für mehr, bessere, gute Unterrichtsideen im Bereich digitale Bildung. Und wir wollen das befeuern und befördern durch offene Bildungskonzepte, also dass diese Sachen alle Open Source sozusagen zur Verfügung stehen. Deswegen ist OER, Open Educational Resources, da unser großes Zweitthema, sage ich mal, neben digitaler und zeitgemäßer Bildung. Okay, da sind ja jetzt schon einige Stichworte gefallen. Du hast von Open Educational Resource gesprochen, OER, aber auch von Open Source. Das müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen klären, weil das, glaube ich, den Projektmacherinnen in Think Big nicht ganz klar sind. Was ist denn überhaupt Open Educational Resource und warum gibt es OER und was hat das mit Bildung zu tun und mit Open Source? Genau, das sind eine Menge Buzzwords oder Spezialvokabular so ein bisschen, aber der Hintergrund ist eigentlich recht einfach. Also die Grundidee kommt aus der Open-Source-Bewegung, eine sehr starke Bewegung, eigentlich schon aus den 60er Jahren, 80er Jahren ging das los, dass Entwickler, Programmierer gesagt haben, sie stellen ihre Quellcodes, ihre Codes hinter ihren Programm, hinter ihrer Software offen zur Verfügung. Das ging dann natürlich auch irgendwann mit dem wunderbaren Internet. Und sie haben sich entschlossen, also viele, eine große Community, dass Sachen auch besser werden, wenn man gemeinsam dran arbeitet, beziehungsweise wenn man Sachen auch nachnutzen kann, kopieren kann, verbessern kann, weiter bearbeiten kann. Genau, und dieses Prinzip hat sich auch durchgesetzt für den Bereich Bildung, dass man gesagt hat, das kann man auch auf diesen Bereich übertragen. Man kann auch Konzepte, Projekte, Unterrichtsideen gut dokumentieren und anderen zur Verfügung stellen und so zur Verfügung stellen, dass sie eben wirklich gut nachnutzbar sind. Das hat natürlich einmal mit Lizenzen zu tun, mit dem Urheberrecht, dass ich das auch nehmen darf, aber auch mit technischen Voraussetzungen, dass ich es auch nehmen kann und auch ja, weiterverwenden kann, verändern kann. Da geht es dann um Dateiformate. Und die Basis ist natürlich auch hier das digitale Format, was diese Bewegung auch erst möglich macht. Also auf Papier ist das alles etwas schwieriger sozusagen, Sachen zu teilen weltweit und sie dann auch zu verändern und ohne Qualitätsverlust zu kopieren. Okay, damit ich es verstehe. Ich meine, Unterrichtsmaterialien oder Workshop-Materialien werden ja auch von Verlagen hergestellt. Warum sollte das denn eine Community tun? Netz. Das sollte eine Community einerseits tun, weil sie will und weil sie auch vielleicht zum Teil ohne Verlage kann und ohne kommerzielle Systeme. Also die Materialien sind dann natürlich auch kostenlos. Das heißt nicht, dass sie nichts kosten in ihrer Herstellung. Da können wir vielleicht auch später nochmal drauf zurückkommen. Man sagt natürlich auch, Ideen werden auch besser, wenn man sie teilt. Also die Community kann, also wenn möglichst viele Experten oder erfahrene Pädagoginnen und Pädagogen draufschauen und Materialien verbessern, für ihre Lerngruppe verändern, das kann man mit Bildungsmaterial, was sehr statisch, zum Beispiel in Schulbüchern, da liegt, eben auch nicht so gut, ne? Also das machen Lehrer immer schon, sie kopieren sich Sachen raus und remixen und machen. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, wenn ich individuell auf verschiedene Zielgruppen reagieren will. Und die Ideen werden eben auch vielleicht besser und weiterentwickelt.
Das ist so einer der Hauptgründe. Okay. Wir sind ja hier im Think Big Programm. Hier gibt es ja jugendliche Projektmacherinnen, die allerhand schöne Dinge vorhaben, schöne Ideen haben und das Ganze dann auch umsetzen. Da sind auch viele Projekte dabei, die zum Beispiel Workshops anbieten für andere Jugendliche oder für Kinder oder Sachen basteln und bauen. Und da, in dem Kontext kann ich mir das halt eigentlich sehr gut vorstellen. Dinge, die in den Workshops schon entwickelt haben, halt einmal zur Verfügung zu stellen, eben als Open Educational Resource. Worauf muss ich denn achten oder was für Tipps hättest du denn an Projektmacherinnen? Worauf muss man achten, wenn man OER-Materialien erstellt? Ja, das ist auf jeden Fall erstmal eine sehr tolle Idee oder ich fände es total wichtig, wenn die ganzen coolen Ideen und Projekte auch der Öffentlichkeit sozusagen zur Verfügung gestellt werden, weil das Gute ist ja bei den Think Big Projekten, die sind ja auch schon erprobt. Also da gibt's einfach schon den Praxistest. Und ich würde den Projektteams empfehlen, auch erstmal als ersten Schritt für ihre eigene Arbeit, ihre Projekte gut zu dokumentieren. Das ist im Grunde schon mal die halbe Miete auch, oder das ist für einen selber auch total wichtig und gewinnbringend. Und genau, wenn dann diese Sachen vielleicht in der Dokumentation gleich so aufbereitet werden oder wenn man gleich in einem kollaborativen Werkzeug schreibt, also Texte so schreibt, dass man sie auch gleich gut zur Verfügung hat, um sie im Internet zu veröffentlichen. Das wäre halt der nächste große Tipp, diese Dokumentation dann auch zur Verfügung zu stellen, möglichst als Webseite, vielleicht auch eine PDF zum Download, aber genau. Und das kann ich dann einfach so machen? Also ich stelle dann einfach mein Material rein, sagen wir mal, ich mache mir eine Seite mit WordPress oder mit irgendeinem anderen Tool, dazu kommen wir gleich noch, aber ich kann es einfach so hochladen. Nee, das kann man nicht. Also da muss man erstmal ganz normal sozusagen die kleinen To-Dos beachten, wenn ich Sachen im Netz veröffentliche. Das ist natürlich einmal das Impressum, da kann ich gleich nochmal konkret was zu zeigen, dass man auch sagt, so ich bin der Urheber von dieser Seite, von diesem Material. Und das andere ist natürlich das Urheberrecht. Das Urheberrecht gilt erstmal, also es gilt erstmal ein Copyright. Erstmal darf keiner meine Werke nehmen, außer ich kennzeichne sie so, ja, du darfst es nehmen unter den und den Bedingungen. Und dafür gibt es schon einige Jahre eine sehr gute Möglichkeit, die Creative Commons Lizenzen. Das ist ein Lizenzsystem, da haben sich Juristen sozusagen in einem gemeinnützigen Verein auch hingesetzt und haben wasserdichte Standardlizenzverträge für uns Anwender geschrieben und wir können die einfach nutzen. Ich würde vorschlagen, ich zeige die einfach mal. Sehr gerne. Das ist auch gleichzeitig, ihr seht hier oben die Seite von Creative Commons Deutschland. Das ist der Verein, der dahinter steht und die Standardlizenzverträge. Also es macht Sinn, auch mal auf die Seite raufzugehen. Hier seht ihr genau, die verschiedenen Module, Möglichkeiten von Creative Commons. Das erste ist die Namensnennung. Also ich als Autor will genannt werden. Ich stelle mein Werk frei. Copyleft, CC ist so das Grundzeichen für diese Lizenz. Und dann ist ganz wichtig, zeige ich euch aber auch gleich nochmal genauer, wirklich diesen Link dann da auch hinterzuschalten. Also dass man diesen Lizenzvertrag da auch hinter hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es funktioniert halt über Links. Hast du dafür ein anderes Beispiel, wie das dann aussieht? Sorry, hier ist das Impressum auf einer sehr schlank und sehr einfach angelegten Webseite mit HackMD. Das ist das Tool, was ich gleich noch vorstellen könnte. Genau, und hier im Impressum seht ihr dieses Icon von Creative Commons. Da ist auch der Link hinter verlegt. Und hier kommt man dann wirklich direkt auf diese Lizenz. Hier kann dann der Nachnutzer nochmal lesen, was damit
passieren darf. Also ich darf es remixen, verändern. Ich kann da das in neues Material einbinden. Mhm. Also da ist man auf der sicheren Seite, wenn man diese Lizenzen verwendet. Zusätzlich würde ich eben empfehlen, noch einen Haftungsausschluss reinzunehmen. Wir können auch diese Links gerne teilen. Das sind dann einfach Texte, die man für sich auch übernehmen kann, dass man halt sagt, man ist nicht verantwortlich für Links, weil die können sich ja auch ändern, dass da keine falschen Inhalte hinter verlinkt sind. Aber genau, diese Urheberrechtsfrage und die Frage auch nach der Offenheit meines Materials klärt sich über die Creative Commons Lizenzen. Hier. Eine andere häufig verwendete Lizenz ist die Share Alike. Also das ist halt nochmal ein Zusatz. Nimm es nur, wenn du es auch unter einer Creative Commons Lizenz dann wieder veröffentlichst. Also wenn du daraus neues Material baust und es wieder veröffentlicht. Es gibt noch mehr Module, die aber so nach den richtig offenen, hohen Open-Source-Anforderungen eigentlich in der Community vom Tisch sind, also nicht mehr in Frage kommen. Es gibt dann noch die CC0, also wenn man sozusagen gar keine Bedingungen stellt, also keine Namensnennung und kein Share-alike einfordert. Genau, das ist eigentlich so das Höchstmaß an Offenheit, was halt den, ja, der Bildung oder dem Projekt und der Wirkung des Projekts sehr, sehr zugutekommt, ne? Wenn man einfach sagt, nimm einfach diese Ideen und mach was Gutes, mach was Besseres draus. Okay, wie genau erstelle ich denn dann Open Educational Resources, beziehungsweise gibt es irgendwelche Tools, die mir dabei helfen, welche zu erstellen, wenn ich jetzt nicht ein super Techie bin und noch selber was coden muss oder eine WordPress-Seite, kann ja auch sehr aufwendig sein, gibt es da irgendwelche einfacheren Helferlein? Ja, da gibt es auch viel Open Source zur Verfügung gestellte großartige Tools. Wir arbeiten bei EduLabs sehr gerne mit HackMD. Das zeige ich euch gerade mal. Kann ich euch das direkt zeigen an einem Beispieldokument. Ihr seht hier eine schöne, schlanke Webseite. Da ist auch rein kommentiert. Das kann man auch wieder rausmachen. Man kann hier einzelne Punkte ansteuern oder eben das Impressum, was ich ja vorhin schon mal gezeigt hatte. Das Coole aber ist, man kann direkt dieses Dokument bearbeiten, also indem man auf diesen kleinen Stift klickt und dann hier oben hat man jetzt sozusagen diesen View, man hat den Quellcode auch hier auf der linken Seite, hier kann man direkt reinschreiben oder was löschen, ihr seht, da verschwinden die Buchstaben, ich kann sie aber auch wieder sichtbar machen, ich kann sie hier oben formatieren, auch ohne die Markdown-Befehle zu kennen, die lerne ich dabei aber auch gleich. Zwei Sternchen, ist zum Beispiel fett gedruckt. Genau, und man kann auch Kommentare einfügen, wie hier. Da habe ich was kommentiert. Hier einen neuen Kommentar einfügen. Guest sagt auch nochmal was dazu. Hallo. Also so kann man auch kollaborativ an den Dokumenten arbeiten. Wenn man das Dokument veröffentlicht, bekommt es einen kürzeren Link. Das ist auch ganz angenehm. Genau, und es gibt noch die Möglichkeit, die Sachen auch gut zu exportieren in viele Formate. Also entweder als Markdown-Dokument, aber man kann auch die Sachen als HTML oder Office-fähiges Dokument downloaden oder auch Sachen importieren von anderen Plattformen. Das ist wirklich ganz gut gemacht. Und man kann eben HackMD auch auf dem eigenen Server hosten. Die Sachen liegen auf GitHub. Das erfordert natürlich so ein bisschen Know-how. Da muss man dann schon mal einen Techie konsultieren, der das dann vielleicht für einen macht. Aber es ist wirklich kein Hexenwerk. Genau, wenn ein gutes Impressum drunter ist, dann hat man da und eben die Creative Commons Lizenzen, dann ist man da auch auf der sicheren Seite und hat gutes OER. Man kann auch Bilder einbinden übrigens. Okay, ich glaube, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Ich bedanke mich. Ich hoffe, dass wir bei Think Big im nächsten Jahr einige neue Open Educational Resource Projekte aufweisen können oder
zumindest, dass wir euch dabei helfen können bei der Umsetzung. Ich bedanke mich bei ganz recht herzlich bei Christine. Ich würde dir noch einen Clap geben. Dankeschön. Und verabschiede mich an der Stelle. Tschüss. Ja, ich bedanke mich auch. Tschüss. Tschüss. Das war der Think Big Video Chat zum Thema Open Educational Resource mit Christine Kolbe. Falls ihr noch weitere Fragen habt oder noch weiterlesen möchtet, findet ihr weitere Links hier oder unter dem Video. Falls ihr Fragen habt zu eurem Projekt und uns kontaktieren wollt, findet ihr auch die Adressen auf der rechten Seite oder unten runter oder auf der Webseite der Think Big Digitalwerkstatt. Macht's gut. Tschüss.